Es ist eine äußerst seltsame Kreatur, die der Biologe Alejandro Damian Serrano im US-Bundesstaat Oregon aus dem Meer gefischt hat. Der Körper des Wesens ist fast komplett durchsichtig. Es besitzt mehrere Beine und windet sich aufgeregt in der Handfläche des Mannes. Nur die Augen schimmern orange. Später identifiziert der Wissenschaftler das Tier als Cystisoma, eine Art Höhlenflohkrebs. Bis zu 17 cm lang können die Krustentiere werden und leben ausschließlich in der Tiefsee. Ihre durchsichtige Schale hilft ihnen, sich vor Feinden zu schützen. Das Wesen hier ist also kein Seeungeheuer, aber dem Biologen ist auf jeden Fall ein seltener Fang gelungen.